Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Wir müssen jetzt den Kommandanten finden und dann können wir uns langsam auf die Suche nach dem Krokodil machen. Der Kommandant, der Kiake terrorisiert, ist irgendwo in der Stadt. Vermutlich nahe des Hafens. Wir werden ihn finden, da bin ich ganz sicher. Ah, wir kommen immer näher und da ist auch schon ein Schiff. Er streicht die Mauer. Was? Wir müssen aufholen! Ja, hier. Stirb, endlich hab ich dich! Wow. Haben die denn jetzt? Die Lieferung ist verspätet. Wenn dieses alte Weib für die Verspätung verantwortlich ist, zerstückel ich die Geisel und schicke ihr die Teile. Die wird lernen, mir keine Schwierigkeiten zu machen. Okay. Meldung. Nichts. Hey, was? Du bist ein Wurm. Eine Wand. Du Wurm. Ach, jetzt hätte ich den Kettenangriff machen können. Ein leichter Schuss. Der gehört mir. Ich muss den Tod noch bestätigen. Du schwimmst nicht nach Hause, Fischlein. Wenn ich meine Tochter als meine eigene ansehe, ich gebe zu, am Anfang hatte ich vor, sie so lange wie nötig als Sicherheit zu behalten und sie dann zu töten. Nichts anderes hätte diese störrische Frau dazu gebracht, mich zu fürchten, und sie musste mir ganz gefügig sein. Ach du Scheiße. Der mörderische Scheißkerl ist tot. Aber was ist mit Merit Maats Tochter? Sie könnte noch leben. Und zwar hier in Memphis. Memphis ist mir irgendwie nicht freundlich gesonnen. Oh, kein Problem. Wir müssen aufholen! Wer bist du? Wow. Ach, Senu rettet mich wieder mal. Na, die hauen jetzt ab. Und ich kann mich jetzt mit ihr unterhalten. Sei gegrüßt, Nebet. Bist du die Tochter des Kommandanten? Die bin ich. Kann ich dir helfen? Ich bringe dir sehr seltsame Neuigkeiten. Aber du musst mir glauben. Deine Mutter lebt noch. Meine Mutter? Ich wurde als Kind ausgesetzt. Wie kann das sein? Wer bist du? Du solltest das hier lesen. Lass dir Zeit. Entscheide, was du tust. Deine Mutter ist in Kerke, im Süden. Sie vermisst dich. Wenn du zu ihr zurückkehrst, sag ihr, dass ihr Magi-Freund seine heroische Aufgabe erfüllt hat. Oh nein. Der macht mich fertig, der Typ, ne? Der macht mich echt fertig.
Okay, So, ich habe sonst hier nichts mehr, ne? Da habe ich nichts mehr, da habe ich nichts mehr. Der Altmeister. Sollte ich hier so durchreiten mal? Ja. Tun wir das mal. Ich wollte eigentlich das Krokodil erledigen. Scheiße. Schnell, 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 schnell. Wir müssen uns ganz schnell auf die Flucht begeben. Wo kommen wir denn hier hin? Ist alles so schön grün und windig. Der Altmeister. Mhm. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh. Ja. Sieht aus wie Sperrgebiet. Ha. Kein Problem. Wow. Wieso kann ich da nicht hin? Hä? Oh, Robin, eh? Ja, da bist du im Wasser, ne? Bist du ganz nass geworden. Hier ist sowas von Sperrgebiet. Pferd ist schon wieder trocken. Oh, ein großes Nilpferd. Uns hatte einer entdeckt und dann wieder verloren. Oh. Sah hier ein bisschen komisch aus. Wollte ich mal kurz anhalten und gucken. Dann habe ich das Stück Land auch erkundet und ich bin glücklich. Machen wir die Aufgabe noch und dann können wir hoffentlich zum Krokodil übergehen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das Krokodil nicht der letzte sein wird. Bist du überhaupt mein Pferd? Ich habe das Gefühl, das ist nicht mein Pferd. Gib den Weg frei! Elende Missgeburt, was soll das werden? Sie mal gleich direkt so beleidigend sein müssen, ne? Ich finde das echt nicht in Ordnung. Ich meine, ich beleidige sie ja auch nicht, ne? Die Lupus? Oh. Was hat er denn, ey? Kann ich dich mit etwas locken? Wie der geschrien hat. Ruhms, Glanz und Majestät.
Zappler und Fuchs. Verlassen in einem rostigen Käfig in der Nähe des Nils gefunden. Es war wohl zu lange in diesem Käfig, denn seine Beine verkrampfen oft. Ach, auf bald. Arme Ding. Das neue griechische Viertel ist eine wunderbare Erweiterung unserer Stadt. Es verspricht neue Gewinne aus dem... Krokodopoulos. Ich glaube, das Krokodil versteckt sich hier. Ich weiß nicht. Ich habe so die Befürchtung. Oh nein, ich habe den Hund. Oh nein. Oh Gott sei Dank erlebt. Oh mein Gott. Oh Gott. Steh wieder auf. Hier sind aber auch viele Hunde, ey. Der Altmeister. Hilarus, du alter Sack. Deine Tage sind gezählt. Trinken einschütten. Keine Angst. Für dich habe ich noch genug übrig. Du bist lahm und schwach. Du kannst kaum schlagen. Sorry. Lass es gut sein. Du wirst dir bloß die Knochen brechen. Oh. Hallo, Boden. Hallo, Welt. Hey! Runter von ihm! Lass ihn in Ruhe! Wer bist du? Willst du auch was ab? Na gut, dann komm, du Held. Boah, ist der groß. Was? Moment, was? Was? Los! Ich weiß nicht mehr, wie man blockt. Ich kann nur auf Angriff. Größe ist nicht entscheidend. Bitch. Idiotin. Oran vulimi ti michanaste ina exelfis. Er sagt gar nichts. Du bist doch zu alt, um dich auf der Straße zu prügeln. Wirst du mich jetzt etwa auch noch so beleidigen? Jugend ist ein Geisteszustand, Junge. Die Götter altern nicht. Aber danke für deine Hilfe. Es ist schön, einen Raufkumpan zu haben. Dein Kampfstil ist ungewöhnlich. Gefällt mir. Ich stecke viel ein. Eine überraschende Strategie mit gut platzierten Narben und inneren Blutungen. Warum hast du gekämpft? Ich kämpfe schon seit langer Zeit. Ich war schon ganz oben, da hingst du noch an der Zitze. Ich muss kämpfen. Was meinst du? Hast du irgendwie Ärger? Ärger? Nein. Ich mache mein Geld mit Straßenkämpfen. Nicht jeder kann sich die gälischen Brüder in der Arena leisten. Ich gebe eine Kostprobe hier draußen. Wenn man gewinnt, lohnt es sich auch. Wenn ich nicht gekommen wäre... Hätte ich mal wieder verloren. Grausam, was das Alter einem antut. Hades, ich vermisse die Arena. Ich war einmal gut. Der Liebling von Pompeius. Das Kämpfen hier draußen bringt Brot, aber man bekommt keinen Ruhm. Nichts ist besser als die Schreie 30.000 blutrünstiger Anhänger. Die Arena hat mir auf jeden Fall eine Nase für Talent gegeben. Und du hast welches. Mit etwas Hilfe könntest du auch so aussehen. Warum machst du nicht den nächsten Kampf? Nach den paar Niederlagen brauche ich eine Pause. Unter einer Bedingung, Alter. Nach diesem Auftrag suchst du andere Arbeit. Jugend ist ein Geisteszustand. Sie ist hier oben. Schön, da wären wir. Unterschätze ihn bloß nicht. Halt deine Hände oben. Du lässt beim Haken deine Rechte sacken. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Wieder die alte Rübe, die sich eine Abreibung abholen will. Immer diese Schmähungen. Das wird noch schlimm für dich enden. Jugend ist ein Geisteszustand. Heute habe ich was Besonderes für dich. Auch sein Lieblingsspruch, ey. Oh, seht!
Großvater hat einen Sekundanten. Na los, mein Hübscher. Lass sehen, was du kannst. Okay. Dich schlitze ich auf. Zu stark. Das hast du nicht abgemacht. Du fieser Greis. Ich bin raus. Mir ist jetzt der Feigling, du Schlappschwanz. Komm zurück und kämpf zu Ende. Das war gute Arbeit. Ein schöner Anfang. Fast schon Arena-würdig. Wie heißt du, mein Sohn? Bayek von Siva. Kein richtiger Kämpfername, oder? Wir wollen was Einprägsameres wie der Schönling aus Siva. Lass uns später drüber reden. Erst wird geübt. Geübt? Hör mal, Alter. Heute Abend wird gekämpft. Treffen wir uns bei Sonnenuntergang, ja? Oben auf dem Leuchtturm. Wo ist denn hier ein Leuchtturm? Leuchtturm? Ich glaube, ich gehe erstmal da hinten hin und guck, was da ist. Und dann gehe ich wohl zum Leuchtturm. Okay, Leuchtturm. Das heißt auf jeden Fall beim Wasser. Kühe. Boah, ich liebe diese Kühe. Hund. Entschuldigung. Ja, hier regiert das Krokodil. Definitiv. Was ist denn jetzt los? Fisch und Fleisch? Oh mein Gott, da ist ein Krokodil. Wow. Hey! Ein böses Omen! Sobek ist krank! Petesoros zürnt. Sobeks Abbild zeigt den Willen des Gottes. Was sollen wir tun? Ich werde Sobek heilen. Ihr betet weiter. Ein Albino-Krokodil halten die für, Sobek. Ne? Da schwimmen auch noch andere drin. Aber weil das ein Albino ist, denken sie, dass das die Göttin ist. Hast du die Augen gesehen? Da ist was faul. Ein Fluch. Das ist gewiss ein schlechtes Omen. Ich dachte, die heiligen Krokodile von Krokodilopolis wären zahm. Ich weiß nicht, was da los war. Petesuros hat noch nie jemanden angegriffen. Seine Augen wurden rot. Hast du es gesehen? Zürnt Sobek uns etwa? Doch nicht. Neck. Selbst die Götter wenden sich von den Menschen ab. Wo ist Petesuros jetzt? Unser Priester Sehetep brachte den Gott zurück zum Becken im Tempel. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Irgendetwas ist hier faul. Ich sollte mir das Krokodilgehege anschauen. Sie sollen zahm sein? Sicher? Ja. Sind zahm. Sind definitiv zahm. Das sind so Tiere, von denen ich mich immer ganz gerne fernhalte. Möchte auch. Auch wenn man mal hier, ich glaube, in Afrika oder so, da kann man ja auch so Touren mitmachen, wo man auch so, oder in Zoos. Keine oder so, Spur vom nicht. Priester. Petesuchos ist aufgebracht. Ich bleibe lieber unbemerkt. Alter, ist das viel groß. Ja, so wird das nichts mit dem. Jemand wurde hier verletzt und ist dann die Treppe hochgegangen. Eine faulige Flüssigkeit. Ah, der Gestank brennt in den Augen. Ah, Neck. Lalalalalalalala.
Kadaver. Angekaut, nicht gefressen. Wie komme ich da rein? Von der anderen Seite? Okay, ich komme jetzt hier erstmal nicht mehr raus. Muss einmal die andere Richtung nehmen. Weil da war ein Gitter. Ich komme nur von der anderen Seite rein. Oh. Ein Priestergewand. Es ist voll mit Blut. Wer auch immer das trug, war schwer verletzt. Die Blutspur führt nach draußen. Da haben wir... Oh, da haben wir noch gleich. Zerfleischt von Krokodilen. Was hat er hier gemacht? Notiz eines ptolemäischen Soldaten. Gift für Krokodile. Warum legen wir uns mit den Krokodilgöttern an? Mische in einer sauberen Fiole den Inhalt einer braunen oder einer schwarzen Fiole. Nur eine pro Krokodil in ihr Fressen. Vorsicht, zu viel ist tödlich, aber sie soll nur krank werden. Hol dir das große Krokodil, die anderen sind nur ein Bonus. Nicht mit bloßen Händen anfassen, schwert sie, Haut brennt wie Sau. Triff die Giftmischerin aus südlichen Hafen, wenn du fertig bist. Melina, der Hibiskus... wie die Blume. Achte darauf, den Namen richtig zu sagen. Sie hat schon Menschen getötet, die ihn falsch gesagt haben. Das war der Mann, der die Krokodile vergiftet hat. Er hat die Befehle von Melina, dem Hibiskus, bekommen. Ein schöner Name für eine Mörderin. Sie ist beim Neorion Marina Arsenal im Süden. Wer wagt es, einen Gott anzurühren? Ich erledige die Blasphemikerin. Gut, ich sag da jetzt mal nichts zu, ne? Wegen Thema Gott und das alles. Aber wir können auf jeden Fall was gegen tun. Indem wir uns jetzt einfach mal auf den Weg dahin machen. Und die Alte, Vorsicht, ich reite hier. Ich muss einmal umdrehen. Aus den Weg. Bewegung, los, stimmt nicht mit dir. Aus den Weg. Beschützt den Kyrios. Die Currywurst? Hatte ich heute. Ich hatte heute einen richtig schönen, leckeren Taxiteller. Oh, das muss ich mir mal wieder gönnen, ey. Aus dem Weg! Du bist hier mit den Ptolemäern. Oh, wir sind im Vorteil. Naja, nicht ganz. Da. Wow. Ich muss da durch. Her! Wow. Soll das etwa lustig sein? Hier ist der Ort. Der Hibiskus ist sicher in der Nähe. Eine Frau sollte unter Ptolemäus Soldaten nicht schwer zu finden sein. Hey! Was, da ist nur eine Statue? Den bringen wir mal eben schnell um. Und dann schwimmen wir den Rest rüber. Ah, ich dachte, da wäre Wasser.
Das muss sie sein. Ein violettes Kleid. Genau wie eine Hibiskusblüte. Die Priester schmieden einen Komplott mit den Soldaten und den Giftmischern. Was haben sie vor? Sag mal, die Alte hier, die haut einfach ab. Ich töte dich! Hey! Mädel? Dein Ziel sind mit Tempel, sorge dafür, dass du den erwischt, der groß ist. Ne? Eine giftige kleine Frau. Talentiert, aber verdreht. Sehetep. Er war der Priester am Tempel. Götter. Immer die Priester und das Geld. Das Gift war nur zur Schau. Immerhin werden die Tempelkrokodile nicht sterben. Ich sage es dem Wächter. Ja, die sind schon tot. Nardiu, studiert! Das war's. Stirb! Hoho, hallo. Okay. Was ist denn für eine komische Brücke hier? Friss das, du Ratte! Da sitzen sie hier auf ihren Steinchen. Da ist eine Kuh. Oder Kühe. Er hat da einen Bug. Er macht Liegestütze? Sit-ups? Was war das gerade, Junge? Um die Sicherheit von Krokodilopolis zu gewähren. Krokodilopolis, das ist so ein geiler Name, ne? Krokodilopolis. Sag das mal 10-mal hintereinander. Krokodilopolis, Krokodilopolis, Krokodilopolis. Halt, Bewegung! Bleib stehen! Warum? Krokodilopolis, Krokodilopolis. Ja? Krokodilopolis. Fräulein. Ach so, da ist noch ein Kleidchen drunter. Ich dachte schon. Wächter des Sobek. Die Krankheit war kein Omen der Götter. Die Krokodile wurden vergiftet, aber sie werden sich erholen. Vergiftet? Bist du sicher? Von wem? Der wird mit seinem Leben bezahlen. Euer Priester Sehetep war verantwortlich. Er versucht, die Spenden eurer Anhänger zu erhöhen. Was? Sehetep ist Sobeks rechte Hand. Er würde das nie tun. Was du sagst, ist Blasphemie. Ach, ihr Priester. Haltet immer an eurem Aberglauben fest. Du kennst die Wahrheit. Die Götter werden beurteilen, was du mit ihr machst. Aber ich will auf jeden Fall nochmal zu dem Krokodil. Runter, weil das so hübsch war. Und dann hau ich wieder ab. Ich kann einfach da durchlaufen. Na gut, jetzt nicht ganz. Naja. Ich dachte, das Vieh wäre gefährlich. War es ja gar nicht. So, wo ist das? Da hinten, der Leuchtturm. Wird ja jetzt langsam dunkel. Idioti. Idioti. So geil. Du Idioti. Hier lang. Ich finde das schön, dass sie das eingebaut haben, dass es Tag und Nacht gibt.
Wetter wäre natürlich noch besser, aber was will man in der Wüste halt erwarten, ne? Außer Sandstürme gibt es da nicht viel. Wow. No, ich bin da. Ein wundervoller Nachthimmel. Schön hier oben. Wo ist dieser alte Narr? Er ist spät dran. Bayek, hier unten! Was machst du da unten? Wir sagten doch oben! Beeilung, komm runter! Wir müssen zu einem Kampf! Warum hast du mich zur Spitze des Leuchtturms geschickt? Ich muss dir mal etwas sagen. Vilarus nimmt das ab jetzt ernst. Schüler hinterfragen ihre Lehrer nicht. Hey, alte Rübe, du bist nicht mein Lehrer. Ich liebe diesen Leuchtturm. Hatte dort mein erstes Mal. Ich wollte, dass du ihn siehst. Ja, und das Klettern ist gut für die Lungen. Die Belohnung war der Ausblick. Das war's doch wert, findest du nicht? Das war's wohl. Es ist immer gut, sich die Zeit zu nehmen, die Schönheit der Welt zu bestaunen. Siehst du? Mein Wahnsinn hat stets Methode, Bayek. Vergiss das nicht. Was wird das jetzt? Ein Wettlauf zum nächsten Kampf! Ja, da anfing so, ja, da hatte ich mein erstes Mal. Ich hab mir auch so gedacht, packen wir jetzt alle aus, wo wir unser erstes Mal hatten? Will doch keiner wissen. Ja, ganz schön flink, ne? Ach, bei allen Göttern. Du verlierst doch nicht gegen einen Greis, oder? Militärische Präsenz wird doch verstärkt. Nee, doch nicht. Halt! Das neue Amüsierviertel von Krokodilopolis ist eröffnet. Dieser Triumph griechischer Baukunst. Pass auf. Ruh dich aus, Großvater. Zeig deinem Lehrer etwas mehr Respekt. Ich bin in der Arena stundenlang im Kreis gerannt. Pompeius nannte mich das Kamel des Hermes. Ich wurde nie müde. Bayamun, du bist nicht mein... Pompeius verglich dich mit einem Kamel? Hilarus Maximus, das Kamel des Hermes. Hilarus, du musst doch noch etwas anderes können außer kämpfen. Was soll's da noch geben? Ich kämpfte mal gegen eine ganze Garnison. Kannst du das? Ja, ich hab's versucht. Wir haben noch einen Kampf zu kämpfen. Da lang. Hilfe, Hilfe! Es ist Herkules! Du gehörst mir, Helena von Troja. Ja, das ist ein Hurenhaus. Das ist deine nächste Lektion. Du darfst dich auf keinen Fall ablenken lassen. Unser letzter Kampf ist drinnen. Du bist der Herausforderer? Das wird bestimmt ein Genuss. Komm schon, die warten. Bayek, komm erst zu Atem. Das wird sicher sehr hart. Gib mir Bescheid, wenn du soweit bist. Oh, der ehrschmächtige Hilarus sucht seinen verlorenen Ruhm. Die Gerüchte sind also wahr. Du versteckst dich heutzutage hinter einem Hauslöwen. Das nützt nichts. Ihn schlage ich wegen des Geldes. Danach schlage ich dich zum Vergnügen. Ja! Nach der Erste sitzt immer. Ich auf. Verflucht, du verlogener Greis! Wenn du Freunde mitbringen kannst, dann... Ah, so soll es hier also laufen. Dann bin ich aber auch dabei. Du schaffst es nie in die Arena. Gewonnen. Das war eine gewinnende Vorstellung. Können wir dich vielleicht fest einstellen? Du musst nur stark aussehen und dich um Ärger kümmern. Du würdest gut umsorgt werden. Unglücklicherweise habe ich Verpflichtungen. Wie wäre es mit einem echten Meister der Arena? Hilarus hier war der Liebling von Pompeius. Du bist etwas alt, machst aber eine gute Figur. Steckt denn noch genug in dir? Ob ich...
Nibet, ich bin Hilarus. Jugend ist ein Geisteszustand. Du wirst sicher mehr als zufrieden sein, wenn mein Schützling mich freistellt. Dann komm. Besprechen wir beide das mal unter vier Augen. Vier Augen. Mhm. Kann das sein, dass dieses Assassin's Creed ziemlich auf Sex aus ist? Ich meine, Bayek und seine Frau haben auch ständig Sex. Und sie scheuen sich noch nicht mal das preiszugeben. Joa. Diese Nachricht wurde präsentiert von Alexios feinstem Fleisch. So, wo sind wir denn hier? Das ist noch alles zu viel. Nee, 26, 27, 37, 39, okay. Die zwei könnte ich noch machen. Rein theoretisch. Oh, da ist was und da ist auch noch was. Ja, machen wir erstmal da. Bewegung, los! Dann lass mal erstmal da hin und dann das mal. Das mit dem Krokodil dauert wohl noch etwas. Diese Brücke, ey. Ich weiß, du schwimmst ja eh nicht mit mir. Bin ich denn hier? Abgeschlachtete Sobeks in Krokodilopolis. Götter, eine illegale Gerberei. Einfach aufgehängt wie Lumpen. Natürlich ist hier alles abgeriegelt, um den Mord an Göttern zu vertuschen. Das. Diese Mumien sind geschludert. Das ist die übelste Blasphemie. Die Mumien sind voll mit Gold und Wertgegenständen. Wohin bringt man sie? Da sind Frachtzeichen angebracht. Das ist eine Menge Gold. Jemand zieht großen Gewinn aus diesem Sakrileg. Krokodile werden getötet und mumifiziert. Die Arbeit ist schluderig und achtlos. Ein unvorstellbares Sakrileg. Die Mumien werden als Münzsäcke missbraucht und gestapelt wie Kisten. Sie verwenden die Leiber ermordeter Götter zum Schmuggeln. Amun. Der Gestank allein dreht mir den Magen um. Wer das tut, verdient den Tod. Wie kann so etwas in Ägypten geschehen? Bei den Göttern. Das muss aufhören. Ich muss herausfinden, wohin man die Mumien verschifft. Diese Gerberei muss einen Kai in der Nähe haben. Einen was? Oh, guck mal, hier auch Tiger und so. Peter würde gerade durchdrehen, ey. Da hat einer Ärger. Stirb endlich! Mein Gott. Geht doch. Du stehst schon wieder im Feuer, Bayek. Jessem, Mahanehet, Wa'et Amunwahas. Ja. Danke, Magi. Mein Leben ist verschont.
Doch so viel Gutes ist schon tot. Ich sah die Gerberei und die Mumien. Ich weiß, was sie Sobeks Kindern antun. Du hast es auch gesehen? Dua Sobek, es ist unbegreiflich. Ich bin Padia Set. Ich diene im Tempel südlich der Stadt. Vergib mir. Ich muss zurück und um Führung bitten. Das wird mehr als ein Gebet brauchen, Priester. Wir müssen handeln. Die Mumien trugen Markierungen. Ich glaube, sie werden verschifft. Verschifft? Der Kult hat eine Triere. Sie folgt den Handelsrouten südlich der Stadt. Tu, was du tun musst, Magi. Ich bete für dich. Aber bitte riskiere kein weiteres Blutvergießen. Es wird so oder so Blut fließen. Ich suche das Ladungsverzeichnis des Schiffes. So finde ich raus, wohin sie unterwegs sind. Okay, aber das machen wir erst in der nächsten Folge, denn ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.